Stimmungsvolle Ambiance beim 224. Zürcher Derby GC gegen FCZ. 18.000 Zuschauer wollten sich dieses Kräftemessen nicht entgehen lassen. Die Grasshoppers fanden in dieser Partie schneller den Tritt. Renella vorbei an Barmettler, das 1:0 für GC nach einer Viertelstunde. In der 30. Minute passierte dies. Meneses geriet zwischen die Beine von Manje, der Schiedsrichter pfiff Elfmeter, der Penaltyentscheid war sicher vertretbar. Hajirović ließ sich die Chance nicht entgehen. Die Grasshoppers führten gegen Zürich mit 2:0. Das Pausenresultat war für FCZ-Trainer Urs Fischer ein Hammer. Es kam für ihn noch schlimmer. GC startete auch besser in die zweite Halbzeit. Renella mit der Vorentscheidung in der 54. Minute. Der FCZ verlor die Nerven. Teixeira kassierte für ein übles Foul die direkte rote Karte. Glücklicherweise konnte Imagara nach dieser Attacke weiterspielen. Das 3:1 für den FC Zürich in der 76. Minute durch Alphonse war nur noch Resultatkosmetik. GC gewinnt das Derby mit 3:1. Der FCZ erleidet einen herben Rückschlag im Meisterrennen.